Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ein bisschen länger ist es schon wieder her. I'm sorry. Ups. Aber ich war in letzter Zeit gar nicht SSO motiviert. Ich war zwar immer wieder so ein bisschen on, aber jetzt auf jeden Fall bin ich wieder richtig am Suchten. Deswegen habe ich heute ein neues Video für euch, was ich ganz cool finde, denn ich kaufe mir ein neues Pferd, in das ich mich einfach absolut schockverliebt habe. Ihr wisst ja, letzten Mittwoch sind neue Pferde rausgekommen. Und sind die da? Ah, die sind hier zu sehen. Seht ihr? Diese hier. Some of them are gorgeous, okay? Ich habe von diesen Pferden, von diesen Rassen, habe ich eins noch nicht. Und zwar habe ich den Appaloosa noch nicht. Ich habe mir davon damals keins gekauft, weil mir gar keins davon gefallen hat. Also mir haben schon ein paar gefallen. Aber ich habe da an Mähne und bezüglich Mähne und Fell habe ich halt Fehler entdeckt, was mich dann zu sehr gestört hat. Und das ist einfach absolut perfekt, honestly. Ich kann da keinen Fehler entdecken. Ich glaube, ihr wisst nicht, was ich jetzt meine so von Fehlern, aber ich kann euch das ja dann später zeigen. Aber ein Fehler wäre zum Beispiel, nee, da ist zum Beispiel keins, das so einen Fehler hat, aber I'm gonna show you in a second, okay. Ich fahre da mal hin. Ich habe doch keine Ahnung, wie ich das Pferd nennen werde. Ja, ich muss euch ja auch irgendwie ein bisschen erklären, was ich damit meine, so mit den Fehlern, weil eigentlich sind die Appaloosas extrem hübsch und ich finde sie auch wahnsinnig hübsch. Aber ich zeige euch mal kurz was. Und zwar, wenn wir zum Beispiel uns dieses Pferd hier angucken. Das hat nämlich einen relativ, ja, etwas, was mich sehr stört, obwohl ich es wirklich wunderschön finde. Und zwar, jedes Pferd muss die Mähnenfarbe ändern, wenn die Schäkung halt weiß wird. Zum Beispiel, Hauptmähne ist hier schwarz. Und hier, wo es weiß ist, sollte die Mähne eigentlich auch weiß werden. Das ist bei Schäkungen so. Oder bei diesem hier, Moment, da ist es. Das finde ich sehr schade bei dem, weil ich finde das unfassbar hübsch. Ich wirklich liebe dieses Pferd. Das hat hier auch diesen kleinen Teil. Aber was ich komisch finde, was ich einfach wirklich komisch finde, ist, dass die Fellfarbe ist hier ja schwarz. Und dann ist der Ansatz einfach weiß. Und es macht eigentlich keinen Sinn. Denn der Ansatz entspricht quasi der Fellfarbe. Außer das Pferd ist braun und es hat eine schwarze Mähne. Ich hoffe, ihr habt das irgendwie verstanden. Ich werde über diesem Pferd Zöpfchen machen. Oh mein Gott, es ist so hübsch. Also, oh, okay, Moment. Zurück. Dieses Pferd ist erwachsen und es ist eine Stute. Die ist so süß. Und zwar werde ich hier, oh, man kann mit W und sowas eingeben, okay, cool. Tina wäre ursüß, aber okay, Tina würde ich mein Pferd nicht nennen, aber Gott, ich sehe mich schon wieder stehen hier und finde keinen Namen. Sienna ist auch gorgeous, muss ich ehrlich sagen. Sienna ist gorgeous. Habe ich schon ein Pferd, das Sienna ist? Ich weiß nicht. Sequoia, Oh my goodness, was heißt Sequoia eigentlich? Mammutbaum, Sequoia ist Mammutbaum. Meine Gedanken gehen zu Sequoia, ich finde den Namen einfach übelst nice. Okay Leute, ich glaube, ihr wisst, für welchen Namen ich mich entschieden habe. Ja, Sequoia ist einfach geil. Sequoia ist eigentlich eine Pflanze und zwar ein roter Mammutbaum. Also es ist ein Baum, aber ich finde den Namen trotzdem übelst hübsch. Oh, wie schön ist das? Okay, wir kaufen sie. Oh, bist du sicher? Ja, Sequoia. Warte, habe ich alles richtig gemacht? Okay. Oh mein Gott. Hello. Oh, bist du süß. Oh. Wir schicken sie erstmal in den Stall, würde ich sagen. Ich war ziemlich fleißig, weil ich hatte ja diese Wochen, wo ich gar keinen Bock hatte. Trotzdem immer on war. Aber nicht wirklich irgendwie die Pferde gelevelt habe. Okay, oh my goodness. Hello, Pewdie. Hello, Beauty Pie. Oh, you're so cute. Mein erster Appaloosa. Ich liebe die Appaloosa ja eigentlich, wisst ihr. Aber ja, mir hat halt keiner gefallen. Oh, nehmen wir das, das passt. Oh, das sieht so schön aus an ihr. So sieht die Gute aus. Amazing. Wie süß, oder? Oh, wobei, wartet mal kurz. Habe ich das überhaupt eingeblendet? Wenn ich Sprungkamera Pferd, habe ich eh. Gut. Okay, so sieht sie stehend aus. Zurückgehen ist halt ist ein bisschen komisch. Aber okay. Ah, den Trab finde ich süß. Der Galopp ist so süß. Oh, der sieht so süß aus. Oh.
Ah, oh, okay. Oha, okay, komisch. Darauf habe ich noch nie geachtet. Ah ja. Okay, das sieht. Ich, okay, es sieht komisch aus. Aber okay. Die können das ja. Auch wenn ich es, glaube ich, nie benutzen würde. Also so nie benutzen würde. Ich finde Special-Gangarten immer cool. Besonders den Schritt finde ich gut. Und den Jagdgalopp finde ich sehr, sehr gut gelungen. Der ist einfach übelst knuffig. Und was ich auch süß finde, ist, wenn die. Oh, ich bin happy, dass ich jetzt doch noch einen Appaloosa habe. Ein kleines Sequoia. Ich meine, sie ist auch übelst hübsch einfach. Guckt euch das Pferd an. Ist sie nicht hübsch? She's gorgeous. She's gorgeous, okay. Die Main Styles, habe ich euch die Main Styles schon gezeigt? Nee, habe ich nicht. Aber I will. Von den neuen Shire habe ich übrigens auch noch keins. Will ich aber unbedingt kaufen. Unbedingt. Ich habe zwar genug Star Coins, aber irgendwie hatte ich keinen Bock und deswegen. Die kam in meiner Down-Phase mal wieder raus und da habe ich nicht also so gespielt und dann. Ups. So, we have this one. Wie gesagt, ich mag die normalen, also Main-Styles nicht, weil. Ich finde, wenn die offen sind, mag ich das nicht, weil die sind wie so zusammengeklebt und wenn die in Zöpfchen sind die halt nicht zusammengeklebt. Da sieht man es halt nicht. Genau. So sieht der ganze Spaß aus. Wie gesagt, diese Zöpfchen wären die zweite Wahl ge gewesen. Die finde ich auch hübsch. Schön. Sportmähne. Sport. Ich liebe Sportmähnen. Sportmähnen sind wunderschön. Okay, Leute, das ist meine kleine Sequoia. Gefällt sie euch? Mir gefällt sie. Übelst. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.